Ich kann vielleicht nicht so gut rappen, ja? Also ich rappe vielleicht wie Bürger Lars Dietrich an einem schlechten Tag, ja? Das gebe ich ja zu. Aber, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich habe definitiv die derbere Posse. Bitteschön. Joko, du bist unter die Rapper gegangen, ja? Du hast deine Ansage gemacht. Du wolltest mich Zähne fliegen sehen, du hast mich als wandelnde Meter bezeichnet. Und ich habe die ganze Zeit geschwiegen mit dem Wissen, dass meine Zeit kommen wird. Rache, Joko, wird kalt serviert. Und jetzt bricht für dich die Eiszeit an. Du nennst dich Joko, weil das besser klingt. Du, das ist eine Lüge, die bis zum Himmel stinkt. Denn der heißt eigentlich anders. Wollt ihr wissen, wie? Ich werd's euch gleich verraten und ihr glaubt mir das nie. Hi, my name is what? My name is what? My name is Joachim. Hi, my name is what? My name is what? My name is Joachim. Hi, my name is what? My name is what? My name is Joachim. Egal bei welchem Spiel. Klaas ist der Gewinner. Joachim bleibt für alle nur der Promi-Dinner-Spinner. Der mit der großen Brille. Der Frisur, die niemals sitzt. Wollt ihr große Stille? Los, Joachim. Mach einen Witz. Siebte Stunde, Amokunde. Genau. Joachim ist Karrieretyp. Er macht ja nicht nur Home. Er hat schon Hallen leer gespielt. Mit Interviews. Amidon. Joachim ist ein Player, bei Frauen macht es Klick. Seine letzte Bettgeschichte ist Desiree Nick. Ah, Desiree Nick. Doch die hat ihn dann verlassen, er war ihr halt zu dick. Joachim, ihr habt ja alle Hobbys. So, schwimmen, reiten, lesen. Joachim hat das auch mit seinem Sportgarten, denn... Treason. Frühmorgens in der Kneipe, schön breit, ja da gefällt's ihm. Er schafft locker so viel Wodka wie damals Boris Jelzin. Joachim, Joachim, tut mir leid, du hast jetzt ein Problem. Mit wem du alles stresst, das konntest du ja gerade sehen. Frag nicht, was du jetzt machen kannst, ich sag's dir, du kannst gehen. Spitze! Alles klar. Ich sag's dir, du kannst gehen. Und nimm Joko mit. Ja, können wir zu zweit abhauen. Tschüss. Ein Trottel. So, meine Damen und Herren, ja? Ich danke dir. Das war das schönste Geschenk, was mir je einer gemacht hat. Das ist der Schockmoment, ja? Der wird schon noch merken, dass ich ihn beleidigt habe. Wie geil ist das denn? Ich hab dich beleidigt. Wie geil ist das? Warum weinst du denn nicht? Du weinst ja aber vor Glück. Ja? Weißt du, was ich super finde? Was denn? Jetzt kann ich eine Retourkutsche machen. Jetzt ist wieder offen, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass du was machst. Endlich ist was passiert. Aber das war großartig, Alter. So, wir spenden das gleich. Das war der Hammer. Ja, wirklich, mach mal Applaus. Ich weiß, wir haben zugefunden, wir sitzen. Bitte alle mal applaudieren. Joko. Ich finde es Wahnsinn. Dankeschön, ehrlich. Ja, ich will den Leuten nur versprechen, dass wir dich jetzt eine Woche wieder wegsperren, ja, und dass du nicht in der Öffentlichkeit rumläufst, während hier MTV toll. Home nicht läuft, ja. Aber ansonsten sagen wir erstmal herzlichen Dank, ja, dass ihr zugeschaut habt. Und das war tatsächlich MTV Home für diese Woche, ja, eine Highlight-Sendung rund um das Thema EMAs. Ja, was hier noch so, vielleicht gehen wir einfach dazu über, uns gegenseitig in der Sendung eine runterzuhauen, ja. Also die Competition wird natürlich jede Woche, ja, wird die Schraube ein bisschen weiter gedreht. Und wie, das erfahrt ihr natürlich wieder Freitag um 21 Uhr. Am süßesten, wenn ich das so kurz sagen darf, Katy Perry. Bettgeschichte. Ja, wir haben ja immer die Leute genommen, die sich und mit den Sachen auskennen. Deswegen Tresen. Sagt Katy Perry Bettgeschichte und David Hasselhoff Tresen. Ne? So. Ey, das ist der Wahr. Hast du das selber geschrieben? Nein, das haben die Leute selber geschrieben. Das haben die wirklich selber gemacht. Das war der gebündelte Hass, den ich nur so zusammen. Das war einfach nur so zusammen. Wahnsinn. Ich sage. Wer dich alles kennt, Jo. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wer mich alles kennt, genau. In diesem Sinne, Dankeschön, Wiedersehen. Schön. Klaas, ich liebe dich. Ja, danke.